Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Lufiatastischen Part von und mit Chocobobo 19 und Suikoden-Fan. Hallo. Jo, hallo zusammen. Warum wir hier wieder hier starten, ich bin nur die Ebene zurückgegangen, ich musste mein Aufnahmefenster dementsprechend kalibrieren und ja, hat funktioniert, jetzt sind wir mittendrin und machen heute zwei Zusatzkämpfe in der Hoffnung, dass bestimmte Monster was lernen. Ja, schauen wir mal. Willst du heute? Bin ich heute ein guter Meister? Ja. Lernfaul. Ja, das... Wir sind doch nicht in der Schule, hallo? Das geht gar nicht. Oh, Vollstrecker. Ja, ich hab's gewusst. Ja, ich hab letztes noch gesagt, die haben sicher eine Knockout-Attacke, also eine Todesattacke. Das habe ich doch gewusst. Autsch. Da haben wir sie gesehen. Ja. Ist egal. Habe ich nicht den Zauber? Helfer? Ist das nicht das? Ja. Helfer ist quasi ein Heiltrank. Alter. Nur als Zauber. Also die Erfahrungspunkte können wir verkraften. Ja, das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht Joko und die Welt. Also... So, dann probieren wir bei euch einmal Aquata. Wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Schauen wir mal. Na. 290. Immer schön auf den Fuchs, aber nicht zu viel auf den Fuchs, ja. Alle zweimal an. Wow, er wehrt ab. Und besser, man kriegt halt weniger Schaden vom Angriff jetzt. Ja, aber er hätte können wenigstens Blube einsetzen oder... Ja, jetzt geht er drauf. Das war zu viel für den Fuchs. Er geht nicht drauf. Ja, er flüchtet heute, ist auch dasselbe. Nö. Stufe 5 flüchtet gar nicht, hab ich dir schon mal gesagt. Stufe 5 flüchtet nicht. Ah, wirklich? Ist das Tatsache? Jetzt trifft das bei jedem zu, oder? Ja. Oh, Lexis Level Up, nice. Aber wieder nichts für Fuchsarella. Hä? Was muss man da jetzt machen? Ist es nicht so schwer zu erkennen. Ah ja, oh ja, entschuldige. Naja, nice, es ist früh morgens. Also früh morgens, ich bin noch ein bisschen verschlafen, entschuldige. So. Boah, ist halt okay. Da haben wir den neuen Gegner, den du nicht kennst. Ja, grüß Gott. Oh, ich bin Ratzfratz. Nein, ich bin die Ratz. Also Zombie-Ring wird wahrscheinlich den einen eh fertig machen. Schauen wir mal. Also ich gehe mal davon aus. Aber der schaut auch schon so böse aus wie ich töte dich mit einem Schlaggegner. Ja. Hautnahen fressen. Oder so. Versaugt alles in sich ein. Oh, nicht einmal zombie-mäßig, okay. Ist auch ein Geist, ne? Oh, Teufelsfratze. Intermond gegen einen. Ja, aber genau auf den falschen, nice. Aber ich hab's gewusst. Sieht man den Gegner schon 10 Meilen gegen den Wind. Ja. Der kann auch sterben, Insta, wenn er getroffen wird. Ich sag nur eine Sache, die selten trifft. Ach so, wirklich? Alter. Ist der nicht gefeit? Ja, man dachte, dass er gefeit ist. Was? Achso, weil es eine Statusveränderung ist, oder? Bewusstlosigkeit, ne? So, Wolki, wie wär's mal mit einer neuen Attacke? Komm her, du Molchenmörder, Überraschung! Okay. Passt schon wieder. So, wir konzentrieren uns mal auf einen. Achso, Spiegel habe ich jetzt nicht mit, gell? Nein. Spiegel! Spiegel wird nicht helfen gegen Verstecker. Achso, ja, das hilft aber gegen das andere jetzt vorhin gerade, oder? Müsste. So, warte mal, wir machen das einmal so. Wir machen das nur auf zwei Gegner. Da ist ein bisschen mehr Damage dabei vielleicht. Naja, gut, auch nicht viel. Aber wurscht, wir haben ja eine Runde gratis sozusagen. Es sollte halt nur einer mal drauf gehen, das wäre fein. Danke. Dann kümmerst du dich um den und bitte, ja, keiner darf sterben. Jeder braucht die Pünktchen. Wirf deine Shuriken. Ist in Ordnung. Und das war's. Boing. Fuchsschwanzattacke. Und wieder nichts. Ah, schöne Scheiße. Aha, ups. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht. Und Überraschungsangriff. Na doch. So, du kümmerst dich um das. Wir machen jetzt Blitz auf einen nur. So.
Ja, meine MP gehen fast zur Neige. Naja. Und das sind was hast du genügend Zaun. Hab ich jetzt Zornattacken, die helfen ja, mir. Ja. Das auch. Schraubenschlüsselattacke! Yeah! Wusch. So da. Perfekt. Der ist hinüber. Und wir lernen was Neues. Hoffentlich mal. Alter, der ist so lernfaul, wirklich. So lernfaul ist dieses Weasel. Das ist... I am a Weasel. Okay, da geht's weiter wahrscheinlich. Oh! Oh, nice. Wir können mal zwischenspeichern. Lexus! Willkommen in der Gruppe. Immer noch. Das war auch klar irgendwie, ne? Ja. Warte mal, ein Mega-Glutball auf eine Person? Wie schaut denn das aus? Das wird sicher ein brennendes Erlebnis. Burn, Baby, burn. Burn, Mäusler, burn. Glutball! Ah. Friss das heute! Und tschüss. Ja, die haben nur 200 oder so ungefähr. Nur. Nur, ja. Es gibt Gegner, die haben deutlich mehr. Ja. Haben wir schon miterlebt. So. Ich spekuliere jetzt nur auf Guy. Ihr anderen verteidigt alle. Yeah. Abwehren. Abwehren. Angriff. Abwehren. Oh, Ninja, habe ich nicht gesagt? Habe ich nicht gesagt, dass es das gibt? Ich hab's doch gesagt. Im letzten Part noch. Ach, schön. Was kann denn das? Ja, ja. Kemura. Ninja trifft einen Gegner. Okay. Oh. Das erhöht bei ihm sogar die Verteidigung. Bei ihm die Beweglichkeit. Ja, dann gehen wir. Aber warte mal. Achso, den Zombie-Ring. Ja, ne? Was macht das? Trifft alle Gegner, aber ist wurscht. Ich nehme mal den Ninja. Obwohl weniger Mut, aber das passt schon. Das. So, jetzt gehen wir da noch einmal runter. Hallo, geh weg. So. Aha, okay. Ah, das hat das ans Tageslicht gebracht. Okay. Na gut, dann müssen wir halt leider eh wieder rauf. Hätte ich gleich machen können. Ja, wir weisen das schon. Ja, du stehst ein bisschen im Weg. Und der bleibt auch dabei, ne? Ja, klar. Ja. Das haben wir doch gern. Natürlich den Schurigen in die Fresse bekommen. Schön. Mach anders. Genau, nicht anders. Na warte, ich gebe dir gleich was mit dem Schraubenschlüssel. In den Hintern. So. Oh, 144. Nice Damage. Geht sich nicht ganz aus, aber wir haben ja noch unseren Schraubenschlüssel-Boy. Das wird. So, jetzt kriegen wir wieder ein Ninja-Juwel. Pass auf. Okay. Ja, Kohle haben wir jetzt auch schon genug. Also genug. Es wäre auch mal schön, wenn wir langsam die Attacke lernen von Avor. Ja, irgendwie dauert das ewig, gell? Naja, ein paar Gegnerchen haben wir ja wahrscheinlich noch. Oh, Überraschung! Nein, nicht einmal, okay. Flügelschlag! Mit dem Umhang. Flügelschlag! Yeah! Komm schon, jetzt bringst du den Gegner sogar um. Das ist doch eine Erfahrung wert. Oh, Alter. Also irgendwie nervt mich der Boy. So. Komm her. Überraschung. Nicht. Überraschung nicht geglückt. So, wie? Ja, bitte? Ich sagte, tja, so ist das Leben. Mhm. Du, ich wollte dich überraschen. Sorry, ich hab's verraten. Das kann bei dir sehr schnell passieren, ja. Ah, ich spoiler dich nicht. Ja, genau, jetzt den falschen angreifen. Ich spoiler dich nicht. Ah, ich spoiler dich doch, ne? Spoiler sind gut. Nein, Spoiler sind schlecht.
sehr schlecht, Junge. Du willst spoilern, weil ich weiß es doch. Da bist du aber der Einzige. Okay. Okay. Ja, was ist da jetzt zu machen? Ne, ich kann hier wieder retour, damit ich den Schalter wieder aktivieren kann, dass die Brücke... Das hat ja gar keinen Sinn. Eben, das hat keinen Sinn. Oder ich kann hier rüber? Nein. Gibt's da eine versteckte Wand, die ich nicht sehe? Find das heraus. Zumindest da ist was Brüchiges da vorne, aber... Da ist auch was Brüchiges. Eigentlich ist es ziemlich einfach, was du machen musst. Warte mal kurz, oh ja, ein Pfeil vielleicht. Kann sie jeden Pfeil, kann auch Feuerpfeil nehmen, theoretisch. Ah, ja, wurscht. Okay. So. Mal wieder einen Schalter drunter, genau. Nein, das ist schlecht gerade. Falsche Seite. Egal. Nein, wenn ich den jetzt runtergeschoben hätte, hätte ich den ja nicht mehr raufbekommen. Aua, wäre es noch ausgegangen. Einmal wäre es noch ausgegangen, so. Na gut, Leute, Choco Level Up möchte ich gerne noch haben. Weil das wäre sicher von Vorteil. Und ich hätte auch jetzt dann... Bevor oder danach Choco mal Level Up kriegt, hätte ich gerne meine nächste Attacke von dem Fuchs. Ja, jetzt ist er weg davon. Obwohl, na Blödsinn. Na oh ja, jetzt, das ist schon ein bisschen viel Damage. Das ist schon ein bisschen viel Damage wahrscheinlich. Ja, jetzt eindeutig. Und tschüss. Ja. Schade, keine Attacke für den Fuchs. Meinst du echt Pech mit dem? Ja, kann man nichts machen, ist doch egal. Nur alles tut. Vielleicht lernt es ja nach dem Endboss, wenn er überlebt. So. Eben, das ist ja die. Okay, probieren wir bei dem jetzt. Wie gesagt, Choco braucht noch ein Level Up und dann bin ich zufrieden. Alter, schaut, was der einsteckt, alleine der Geist. Ja. Schaut, jeder greift an und der stirbt nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt erst. Du musst das Leben. Okay, da haben wir noch einen Gegner. Ja, das ist wieder gut gemacht. So. Einmal du weg. Einmal du weg. Und du weg. Ja, genau, nice. Okay, wir sind ja noch nicht durch die blaue Tür gegangen. Wir haben ja noch etwas Zeit. So, euch brauche ich hier. Glück gehabt. Ja. Ja, das war die Macht. Haben wir noch eine Insta-Kill-Möglichkeit? Ja, Möglichkeit, also nicht 100%. Das wäre zu epic. Aber das war die Macht des Schraubenschlüssels, gell? Nur zur Info. Ja. Warum greift Lexis eigentlich jetzt das letzte? Ach so, okay. Was, nur noch das Ninja-Juwel? Nein. Da hat sich jetzt ja nicht dramatisch was verändert. Ich weiß nicht. Lexis, du brauchst ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Boy, okay. Geil. Also, ich habe mir gedacht, Choco steht. Entschuldige, ich habe mir gedacht, Choco geht Level Up. gut, Selan, du bist die Nächste. Und dann kommt Wolke sowieso schon. Das heißt, wir probieren es weiterhin, ne? Ich nehme alle Gegner mit, die es gibt. Und wenn es nicht ausgeht für die Attacke, dann geht es halt nicht aus. Schade. Aber ist halt so. Wahre Worte. Richtig, ne? Wenn nichts da ist, kann ja nichts blätten, ja? Das. So, aber die zwei Level Up hätte ich gern noch. Ja. Naja. Und, oh, Lexis, ja, Beweglichkeit 1, wow, da hätte ich gleich mehr erwartet.
Ja, aber das ist bei denen immer so. Der steigt immer nur sehr lahm. Immer. Der wird nie großartig steigen in der Öffentlichkeit. Na, ist ja Erfinder, ne? Der braucht seine Zeit, ne? Oh Gott, oh Gott. Okay, weg. Nein, doch nicht. Aber die nächste Attacke ist es dann schon. Ja, und tschüss. Bye, bye. Das ist nicht schön. Nein? Was? Glaubst du, ich finde es amüsant? Ja, sind echt nervig, diese Hysterion. Ja, hysterisch halt, ne? Das erinnert mich an was. An meine bessere Hälfte. Nein. Scherz. Scherz, das habe ich nicht gesagt. Nein. Er war's. Will ich jetzt auch sagen. Oh, 170.000, das ist ja mal ein schöner Sprung. So. Ich glaube, die blaue Tür ist nicht mehr weit. Aber wurscht, wir haben noch Gegner. Wir haben noch Gegner. Alles locker flockig. Komm. Komm, mach den Fuchs-Trail. What does the fox say? Attacke lehnen, Attacke lehnen, Attacke lehnen. Ach Gottchen. So. Ja. Gebraucht. Ah, oh, ich weiß nicht. Meine Stimme ist zu tief. Und ich frage mal, was habe ich denn geraucht heute? Ich weiß es nicht. Egal, was du rauchst. Nimm ich weniger. Achso, ich habe gedacht, du willst auch was davon haben. Nee. Ich bin da Gegner von Rauchen. Ich bin da. Ich mach das gar nicht. Ja, ich auch. Mit Rauchen, Kiffen, was ist mir. Ich auch nicht. Ich bin ja nicht Raucher. Das ist ja bekannt eigentlich. No. Ich nehme auch keine Drogen. Okay. Das wollen wir jetzt noch mal abklären, ne? So, nebenbei. Klauenschlag! So, also, Wolke, für diesen Klauenschlag hast du eigentlich eine neue Attacke verdient, ne? Also, der war so präzise ausgeführt, da kriegst du jetzt doch gleich ein Level Up. Komm. Also, na, fast ein Level Up. Einen Kampf brauchen wir noch. Mit einem Kampf beim nächsten. Oh, da ist schon der Schlüssel, verdammt. Ich glaube, ich brauche einen Ursprungszauber. Machen wir mal. Ich brauche noch ein, zwei Gegner. Danke. Wir wurden geschickt, um euch zu töten. Mein Herr und Meister, einer des Sinistres, will natürlich euer Blut und euren Kopf haben. Aber ich habe meine richtige Attacke nicht ausgeführt. Sorry, vielleicht nächste Runde. Na gut für mich, ja, also so ist es nicht. Nein, wir kommen frisch von Suikoden 2, ne? Ja. Den Ninjas aus dem Wald. Ah, ja. Das Kommando und Kazumi. Ja. So, Wolke, enttäuscht mich nicht. Komm, Attacke, Attacke, Attacke. Alter, was ist mit dir, du Fuchs? Ich benenne dich gleich um als Nichtskönner, ja, wenn sie es ausgehen würde, aber. So, das müssen wir so machen. Also, der Drache hat auch keine Schwäche, das wissen wir eh schon. Aber so kriege ich wenigstens zwei los. Immerhin. Lass meinen Fuchs in Ruhe! Lass den Schraubenschlüssel in Ruhe! Lass Blonde in Ruhe! Lass Rotschopf in Ruhe! Ja. Immer auf die Kleinen. Greift euch selber an. Immerhin könnt ihr fliegen. So. Letzter Kampf, Leute. Wenn er jetzt nichts lernt, dann lernt er leider nichts. Obwohl, er lernt doch was, weil ich mache nochmal Ursprung. Ich sehe gerade, Choco steht vom Level Up, aber diesmal wirklich. Das heißt, das Level Up für den Endboss, wie gesagt, ich will ein bisschen vorbereitet sein. Nein, Choco ist unsere Healer-Bitch hier. So. Na komm, dann haben wir zwei Chancen noch, aber das sind wirklich die letzten jetzt. Sagt und... Nein, weil dann levelt Choco ja wirklich ab und das war's. Ich will ja Content bringen, ich will die Leute jetzt nicht langweilen mit. Hä, du levelst ja immer zu. Ah, jetzt lernt Max. Okay, er vollzieht Blubber und wird jetzt gleich was Neues lernen, weil er merkt, Blubber zieht nicht, ja.
Deswegen braucht er jetzt was Neues. Komm, Choco, Level up. Alter, was ist mit dir? Lernst du das bei 200.000 Münzen was, oder was? Ich check's irgendwie nicht gerade. So, wir machen wieder die zwei Drachen-Strategie hier. Oh, Glutball in dein rotes Maul. In your face, bitch. Tja. Ach, jetzt, okay, er wehrt ab. Er bleibt wenigstens im Spiel. Blondie. Treffer. Wo ist Schraubler? Komm. Ouch. Oh. Okay, nicht einmal. Okay, wir müssen da jetzt eindeutig den Blutball aufteilen, sonst wird das für Lexis nichts mehr. Weil der Link. Wenn angegriffen wird. Ja, ja, der. Wenn ich den nicht aufgeteilt hätte, hätte wahrscheinlich beide überlebt. Ah, einer überlebt. So. Ja, sorry, Leute. Er will einfach nichts lernen. Ich weiß nicht, vielleicht kann er nichts lernen. Das. Also, wenn ich jetzt zum anderen switche und der das früher lernt, dann kriege ich aber die Panik. Also, da kriege ich den Raster. Aber ist wurscht. Er bleibt jetzt. Nach dem Bossfight wird er es lernen. Er braucht eben eine Herausforderung, damit er was lernt, ja. Ach, wir haben eh noch Gegner. Na, das habe ich ja nicht wissen können. So. Ach, gekommen. Ach, gekommen. Nein. 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 Und bye bye. Herrlich. Das ist schön. Licht. Nicht herrlich. Okay, ich muss einmal einen fern. Da kommst du in den Kampf. Und dann wenigstens er. Also, ich muss schon sagen, lieber er als einer meiner Truppen. Ja. Also, das muss ich schon gestehen. Badist. Nein. Realist. So. Warte mal, du willst das so machen. Das sollte jetzt hoffentlich passen dann. Dass der Linke mal weg ist. Hallo? Linker weg? Was ist? Wegen links. Aha. Links biegt man ab, mehr nicht. So. Jetzt hätte er die Attacke wahrscheinlich gelernt, wetten. Jetzt wahrscheinlich. Okay, das ist nur einer. Komm. Die Fratze werden wir doch besiegen, ne? Ich hab Hunger. Und tschüss. Was? Alter, was der einsteckt? Ich sagte, ab 200.000 Münzen lernt er was, wisst ihr? Pass auf. Der ist sicher so geldfixiert wie der Choco manchmal. Du bist Item fixiert, nicht Geld fixiert. So, Geld auch. Geld auch. Jawohl. Oh ja, Geld auch. Money, money, money. Gib es mir, ne? Money, money, money. It's so funny. In the Choco World. Friss Eisen. Die Macht eines Mechanikers. So, ich hoffe mal, dass Lexis vorher angreift. Das wäre nett. Lexis, vorher angreifen. Na, ja, den Clownschlag, den nehme ich auch. Danke. Danke. So, jetzt hast du dich bewährt. Was? 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 Ernsthaft? Verstärkung? Jo. Also, ob nicht eins für ein Face reicht. Nein, müssen gleich zwei, drei her. Ja, genau. Wehr doch ab. Du hast so viel Damage genommen. Genau, wehr doch ab. So. Und wer geht jetzt drauf von den Boys und Girls? Was? Ja, der Arme. Der musste eh schon den Löffel abgeben. Ah nein, das war Chocobo. So, komm. Alter. Ich weiß nicht, was ich mit dem Vieh mache. Es wird nichts. Es ist mir eigentlich wurscht mittlerweile schon. Egal. Wurscht. Wenn du nach dem Boss nichts lernst, wechsle ich dich aus. Eindeutig. Das ist. Wie andere mit Truppenmitglieder auch die Chance geben, sich zu etablieren, ja. Und nicht einfach nur Punkte abzufarmen, ja. Und nichts zu tun, ja. Wenn dann. Also, wer bei mir mitmachen will, der muss schon Leistung bringen, Fuchse, ja. Also, was ist. Zeig deine Leistung, indem du neue Attacken beherrschst und die dann verwendest. Das kann so nicht sein. Aber vielleicht zählt jetzt erst der Fight, weil jetzt habe ich erst über 200.000 Goldmünzen, ne? Von Anfang an halt, ne? Seit Beginn des Kampfes. Vielleicht zählt sie ab jetzt. Schauen wir mal.
Nein, du bist auch nicht geldgeil. Okay, aber vielleicht nach Blättung des letzten Gegners hier. Ich gebe immer noch nicht auf. Das Glutball! Batsch. So, der sollte ja drauf gehen, der Erste. Oh, Wolke wehrt ab. Okay, er geht doch nicht drauf. Oh ja, nice. So, du hast schon Grunddamage von 50. Deswegen wird das auch reichen, wenn Wolke mit angreift. Ja, ja, jetzt geht's. Jetzt wird's passen. Jetzt gleicht sich wieder aus. Nächstes ist gut für Level Up. Ist die Frage. Ah, das ist ja noch. Das ist ja immer noch ein Gegner. Ich dachte, wir kommen schon zum Boss und so und. Das, ja. Ja, dann Lexis Level Up, welcome. Welcome to the hell. Lasst meinen Fuchs in Ruhe. Danke. Ganz fuchsig. Joker hat seine ZB-Punkte auch gleich wieder voll. Ja, Clownschlag. Falsche Person. Aber macht nichts. Ich habe auch starke Argumente. So. Aha. Keine Beweglichkeit. Wow. Wow. Und keine neue Attacke. Aber ich wundere mich eh schon immer. Passt schon. So, dann machen wir noch einen Full Heal hier. Und auch wenn es noch 5 Punkte sind, da. Und jetzt. Oh, Speicherpunkt extra noch. Sehr nice. Dann würde ich sagen, liebe Leute, beenden wir hier den Part. Und beim nächsten Mal sehen wir der Herr oder die Frau des Dungeons. Damit wir unseren Rubin zurückbekommen können. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Euer Chocobo 19. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.